Hey ho und willkommen zu einer weiteren Genshin Impact Episode, wie immer in 21 zu 9. Und wir liegen gerade wieder so ein bisschen zwischen den Story-Missionen, weil sie ja nur häppchenweise veröffentlicht werden. Ich wollte noch gerne noch mal gucken in diese eine Muschel, aber ansonsten war die Idee, hier in diesem Bereich mal bei diesen drei Inseln mal hinzufliegen. Noch mal kurz markieren, da war ich schon zu weit nach rechts. Liegt da etwas? Ein Totem? Ist das ein Totem? Nee. Ach, ein Eimer. Oh Gott. Ach, hier sind wieder Pflanzen. Okay, ja, gucken, wie weit wir kommen. Gucken, was sich da befindet. Man sieht ja die Zielscheibe. Die könnte man auch nochmal versuchen. Weil ich beim letzten Mal oder vor ein paar Folgen ehrlich gesagt überfordert war. So, wie funktioniert das denn jetzt endgültig? Aber ich habe noch eine Idee. Schauen wir uns das mal in Ruhe an und hier sind keine Geheimnisse aus dieser Platte. Gut, da haben wir die Truhe, die können wir wahrscheinlich nur damit öffnen. Genau. Passiert. Ja, okay. Aber mit Emma funktioniert es ja nicht. Auch nicht so. Wir hätten noch das Ding hier ausgerüstet. Ich mag, also das ist bei Genshin Impact ist das eine große Schwäche meiner Meinung nach, dass man so Items ausrüsten muss. Das ist aber so selten. Es gibt halt kaum Gründe, warum man es machen könnte, weil wir haben ja auch nur zum Beispiel, wo ist das? Eine Kamera. Das kann man droppen. Das ist Schiffreparatur-Ding da. So. Das ist halt viel zu selten, finde ich. Daran denke ich irgendwie nie. Naja, ist halt so. Jetzt wissen wir, wie das geht. Das heißt, wir können die Insel wieder weiter erkunden. Was liegt denn da? Achso, ne, da war die Truhe, diesen Rätselstruhe mit dem Code, die man durch die Muschel herausfinden kann. Ne, mit der ist nerviger. Ah, ich sollte auch mein... Dings. Alter. Ich hatte diesen Ball ausgerüstet, deswegen konnte ich gerade nicht mehr schießen. Beziehungsweise schießen. Mein Dings werfen. Meine. Die resetten sich wieder. Ich hasse es hier auf solche Inseln zu kämpfen. Okay, irgendwas habe ich ausgelöst. Zack. So. Hier oben waren ja keine Truhen gewesen. Das sah halt dann nur so aus. Okay. Hier kann man es jetzt nochmal versuchen. Was ist das? Eisblume? Ah ne, doch, dieses... das da. Davon wollten wir auch ein paar sammeln, wenn wir welche sehen. So, kann ich das jetzt hier genauso machen? Wenn ich das jetzt werfe, wird es wahrscheinlich nach links liegen. Na? Wenn ich da jetzt was trigger, ey. Holy shit. Okay, hätte ja sein können. So von Insel zu Insel, dass man das alles vorbereiten muss, um irgendwas Krasses zu öffnen. Neuer Versuch. Ups. So. Naja, so einfach geht das nämlich. Hätte ich echt nicht erwartet, dass man diesen Ball auch dafür benutzen kann, aber ich wusste auch zu am Anfang auch nicht, wie ich überhaupt was benutzen konnte. Also wofür die Bälle wirklich da sind halt. Was wir von Barbara ja bekommen hatten. So. Weiter geht's. Vielleicht finden wir nochmal irgendwo die Lugo de Kea. Weil die sind ja auch irgendwo hier verteilt. Die anderen haben wir ja schon getroffen. Na komm schon, lass mich da irgendwo. Ach, mach ich es einfach so. Brocken Kristall. Zack, zack. Zack. Na komm schon.
treffe den halt nicht richtig. Schaffe ich das? Ah, mit der Ausdauer schaffe ich. Gucken, was ich dafür brauche. Ich sehe schon mal eine Truhe, aber wird wahrscheinlich eine Falle sein, oder? Ist die Frage, sind das die Slimes oder sind das andere Viecher? Okay. Ich habe jetzt nicht rechts gedrückt oder so. Holy. Ja. Die Blume, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Brenne! Brenne! Zack. Zack. Ja, noch kein Charakter des Typs Pflanze. Fällt mir gerade auf. Alter. Hör auf zu. Ah. Ich mach vollen Brand hier. Den muss ich aber auch besiegen, sonst krieg ich die Truhe nicht auf. Aus. So. Genau, dann haben wir das auch. Hier nehmen wir das hier, das hier. Hier sind ja keine Muscheln, so wie es aussieht. Das haben wir gemacht. Dann wäre die nächste Insel dort oben. Oh, ich hasse die. Zack. 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 Aber dann kriegen wir dieses Tranquil-Ding da. Keine Ahnung, dieses Item. So. Die haben wir auf jeden Fall schon ein paar Mal gebraucht, aber nicht so häufig. Vanilloka, da, das meinte ich halt. Okay. Jetzt mal wieder auf die andere Seite schwimmen. Erstmal dahin gehen, erstmal um die Ausdauer aufzubauen und dann versuchen wir es mal. Gucken, welche Geheimnisse uns da noch verborgen, verwehrt bleiben, bis wir halt kommen. Dann können wir die Insel sozusagen systematisch abfarmen. Dann gibt es ja noch die großen Insel, wo da auch die Monster sind. So. Dann könnten wir nämlich die dann auch besiegen, weitere Schatztruhen schaffen und was auch immer. Mist, Moment. So. Okay, das haben wir dann auch geschafft. Wo gibt es dann noch was? Vielleicht finden wir auch dadurch versteckte Missionen. Hatten wir ja schon ein paar Mal. Ausdauer aufbauen. Da ist ein Heliochurch. Wie auch immer. Ihr wisst, wie ich das aussprechen soll, aber ich es nicht kann. Ich glaube, das war das mit dieser Truhe. Zack. Aus. Okay. Ich glaube, das war das mit der Truhe hier. Okay, nächste Truhe ist da hinten. Boah, das wird sportlich, dahin zu kommen. Da tanzt einer. Wahrscheinlich, wenn ich das besiege. Hier können wir ein bisschen Ausdauer aufbauen und hopp. Na gut, ich dachte, die macht so einen Kopfsprung. Tut die leider nicht. Das haben wir eben gemacht. Ja, vielleicht finden wir noch die ein oder andere Muschel. Diese Echo-Schnecken-Dinger. Da brauchen wir auch noch eins, meine ich. Dann kriegen wir den Skin für Barbara, den Sommerskin. Halb Stunde später. Ich glaube, jetzt kann man pushen. Dings austauschen. Ich habe echt nicht getroffen, ey. Irgendwie habe ich es heute mit den Zielen. Boah, 1500. Bam, tschö. Den kann man so besiegen, ohne Feuer. Zack. Zack. Machen wir die Ulti. Jetzt. Macht schon Schaden.
Komm, kann ich mit Lisa hier euch ein bisschen elektrisieren? Ich schaffe nicht zu weit nach hinten. Genau, weil sonst muss ich schwimmen. So. Du jetzt auch. Boah. Wir haben die Talente upgraded bei Amber in der vorletzten Episode. Könnt ihr ja oben rechts, wenn ihr auf das E-Symbol klickt, ja schauen. Und schon machen ihre Pfeile doch um einiges mehr Schaden, als ich eigentlich erwartet hätte. So, hier die Sachen farmen. Krebs. Weil wir müssen unbedingt kochen auch, aber ich weiß nicht, ob ich das in dieser Folge machen werde. So, jetzt dieses komische Gebilde mit den ganzen Ringen hier. Das sollte doch jetzt machbar sein, jetzt wenn wir wissen, wie es eigentlich gehen soll. Nur wie sieht es mit den verschiedenen Typen aus? Da stand ja in der Beschreibung auch, dass verschiedene Typen sozusagen verschiedene Sachen auslösen. Ja, schauen wir uns das mal aber auch in Ruhe erstmal an. Wo ist die Truhe? Hier müsste das sein. Hier ist leuchtend so blau. Erstmal gucken. Okay. Das heißt, wir brauchen den hier unbedingt. Muss ich das dann so machen? Das. Ah, tatsächlich. Nochmal. Dahin. Dahin. Ich muss das Ding wohl drehen, scheinbar. Kann ich das hier drehen? Nach oben? Ah, das könnte vielleicht schon einen Unterschied machen. Zack. Zack. Ah, den muss ich auch drehen. Okay. Kann ich den hier drehen? Gucken wir mal. Position 1. Ups. Zack. Ja. Oh. Muss ich den also auch noch drehen? Hier hoch. Na komm schon. So, auf Position 2. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. So, auf ein neues. Ja. Ah, man muss ja immer eh halten. Links. Yes! Alles auch geschafft. Sehr gut. Zuckerblume. Jetzt gehen wir dorthin. Da sind ja gleich zwei Truhen. Da ist diese Wand. Da haben wir auf jeden Fall viel zu tun. Da haben wir noch nichts gemacht. Dann könnten wir ja auch die ganzen Monster besiegen. Ich meine, wieso nicht? Wenn wir schon mal hier sind, können wir halt die Insel auch aufräumen. Muss meine Dings austauschen. Überraschungsangriff. Ah, da war noch ein zweiter. Der das nicht mitbekommen hat. Bam! So. Das wird easy, hoffentlich. Holy shit, geht das schnell. War das nicht sonst immer voll langsam, gemächlich? Tschö, hoffentlich. Ich hab den echt besiegt. Nice. Okay, hier ist noch eine Truhe. Oh, ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. Oder? Ich sehe halt nicht, wo genau das liegt. So? Jetzt. Ah, ich habe nicht richtig getroffen, scheinbar. Okay. Haben das auch geschafft. Da
ein paar Beeren. So, hier gibt es weitere Ringe. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, sind die alle schon richtig gedreht? Habe ich sie vielleicht selbst schon mal gedreht? Das muss ich drehen. Der wird da nichts treffen. So. Ach, da ist so ein Pfeil, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, ich muss den drehen. Ja, der fliegt sonst wohin. Im Uhrzeigersinn drehen. Ah, den muss ich auch drehen. Das sehe ich jetzt auch schon. Den muss ich nach links. Achso, F. So. In die Richtung. Und das hier ist dann jetzt nach links. Stimmt das denn so ungefähr überein? Ja. Okay, versuchen wir unser Glück. Sollte aber jetzt machbar sein, schätze ich mal. Es sind ja keine schweren Rätsel, dann gibt es halt noch ein bisschen Loot und Kisten und so. Ja. Ja. Yes. Nicht mal eine Animation gesehen, einfach weg. Gut, dann haben wir das auch. Ich gehe einmal um diese Insel herum, schauen wir mal, was wir hier so finden. So, hier oben war nämlich auch noch was. Hier haben wir einen Gegner. Ich dachte, ich treffe den irgendwie noch. Daneben. Zack. Zack. So. Okay, der zieht schon nach rechts. Oh, hier muss man das Timing richtig machen. Interessant. Okay, was haben wir denn für Sachen? Wo ist die Plattform? Ach, hier ist die Plattform. Hier sind so viele Dinger dazwischen. Ich versuch's mal so, aber ich glaube, ich muss das Ding verschieben. So. Nochmal gucken. Nein. Ach so, ich glaube, ich check das. Welche Farben sind das denn? Lila, blau, lila. Ach so. Das Ding ändert seinen Typ abhängig, wo er zuletzt durchgeflogen ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Tak, tak. Ja, geht doch. Okay. Schade, dass die Ringe nicht dauerhaft leuchten oder so, dass man weiß, dass man das gemacht hat, aber na gut. Haben die Insel fast komplett umrundet. Fehlt natürlich nicht viel. Keine Muscheln mehr. Schade eigentlich. Ja, auf den Erz verzichte ich jetzt erstmal. Da haben wir weitere Gegner. Hier war doch aber auch irgendetwas. Ich meine, ich hatte doch hier eben auch schon einen Ring gesehen. Oder eine Kiste zumindest. Da ist sogar eine Grafik links auf der Wand. Einfach gar keine Musik. Oh, das war knapp. Zack. Mist, nicht getroffen. Noch mehr Gegner im Anmarsch. Okay, ihr wollt's so. Bam, 1500. Bam, 1500. Der verdient nicht mehr. Der ist einfach irgendwie verbrannt. Sehr gut. Daneben. Ich will seinen Schutzschild weghauen. Oder ich treffe den einfach direkt. Emma macht so viel Schaden. Zack. So. Sehr, 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 sehr schön. Es sind zwar so weniger Materialien, wo wir richtig leveln können, aber... Ha.
Ist das eine Brücke in der Mitte? Weil dann wüsste ich ungefähr, wo das sein könnte. Das könnte so einer der großen Inseln. Entweder ist das das hier. Ich glaube, da war keine Brücke. Also muss es wahrscheinlich hier sogar sein. Gibt es irgendeinen versteckten Schatz? Betrachten. Ja. Lass mich doch. Schau mal, da ist eine Art Zeichnung auf diesem Stein. Diese scheint einen Berg abzubilden mit einem besonderen Symbol auf dem Gipfel. Es ist nicht ganz klar, was das alles bedeuten soll, aber machen wir eine Skizze von dieser Wandmalerei. Das ist das, was ich meinte. Vielleicht mach ein Foto von der Wandmalerei der Zwillingsinsel. Sind wir auf der Zwillingsinsel? Ja. Das hier. Wer hätte gedacht, dass wir auf einer Insel wie dieses eine solche Wandmalerei finden würden? Dennoch können wir durch bloßes Ansehen noch keinen richtigen Sinn aus der Geschichte entnehmen, die diese Wandmalereien abbildete. Vielleicht gibt es auf den umliegenden Inseln in der Nähe ähnliche Wandmalereien. Schauen wir uns doch mal um und sehen, was wir finden können. So. Ja, jetzt habe ich Dings gespeichert. Diese Wandmalerei scheint eine besondere Bedeutung zu haben. Sieht aus, als wäre die Markierung genau auf den Gipfel dieses Berges. Sollen wir nachsehen gehen? Wer weiß, vielleicht finden wir etwas. Finde andere Wandmalereien. Wir sind jetzt einmal um die Insel herum. Ja, wir sind einmal rum. Ist es da vielleicht? Ist das nicht das gemeint? Das wäre naheliegend. Aber. Nein, wir müssen einmal drumherum. Genau, diesen Ring. Was ist eigentlich damit? Das fliegt da so rum, aber gibt es da irgendwo. Ach, da ist die Platte. Okay. Gefunden. Ach, da muss ich jetzt wieder diesen Ball anlegen. Das Problem ist, die Kamera geht immer sofort nach unten nach dem Werfen. Ich weiß halt nicht. Komisch. Hat sich das eben beschleunigt? Der zieht immer nach unten. Gut, hier ist auch keine Truhe. Weiß ich jetzt nicht, ob das was zu bedeuten hat. Das haben wir ja gemacht. Okay. Hier waren wir auch schon vorher gewesen. Das heißt, das nächste könnte da sein. Ich werde mich dahin teleportieren, gucken wir da nochmal das Foto an und dann, vielleicht ist das ja diese mit dem Teleporter. Das würde dann bedeuten, hier unter uns. Aha, da sind wieder drei Pflanzen. Zack, zack, zack. Ah, leider nicht das Schmetterlinge. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ja, hier waren wir schon mal gewesen. Aber wahrscheinlich müssen wir die anderen Wandmalereien einfach nur finden. Okay. Lass mich mal gucken, was die Karte dazu sagt. Gar nichts. Gut, wir können trotzdem in diese Richtung gleiten. Was sagt die Mission dazu? Okay, keine Ahnung. Okay, das sind immer diese Schlüsseln. Macht es den Sinn von hier? Doch, können wir eigentlich auch machen. Da gleiten wir einfach mal dahin. Also wir schaffen das auf jeden Fall so. Da können wir das hier oben erkunden. Ist da oben? Ist das eine Sphäre? Also das ist dieser Schiff, da waren wir ja schon mal gewesen, nur. Gab es da auch die Ringe schon? Ich weiß es gerade nicht. Aber wir sollen die umliegende Insel checken. Vielleicht befindet sich da auch so eine Malerei, so eine Wandmalerei.
Links bewegt sich was. Ach, war das nicht hier, wo wir die Wand zerstören mussten? Also, wo wir es zum ersten Mal gemacht haben? Meins? Gekonnt ignoriert. Okay. So, das hier, das hier. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, werdet ihr erst in der nächsten Episode sehen, damit wir wieder viel Zeit dafür investieren können. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, weil so könnt ihr mich aktiv am besten supporten auf YouTube. Ihr müsst auch dann meinen YouTube-Kanal nicht jedes Mal heraussuchen. Ihr müsstet auch nicht meine YouTube-Videos heraussuchen. Ihr könnt direkt das Glockensymbol mit anklicken, weil dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich einen Stream starte. Sonst versuche ich das immer zeitnah auf meine Social-Media-Kanäle anzukündigen. Die sind ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, egal ob Fragen, Anmerkungen oder sonst was. Ich versuche sie in der Regel immer zu beantworten und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.